Okay, jetzt beißen die zwei. Jetzt muss Edda wieder dran. So, der letzte Waldkäfer. Okay. I'd say it's time to get a campfire going and let's sleep. Das würde ich auch sagen, dass wir jetzt mal rasten. Erst gucken wir ins Versteck, weil ich wollte ja, wie gesagt, einmal die Arbalest und die gute Armbrust haben. Und dann mal kurz gucken. Du mit deiner Flinte machst 28 bis 32, hast aber nur 19 Präzision. Macht weniger Schaden, hat aber definitiv höhere Präzision. Und das hier macht mehr Schaden und hat auch eine höhere Präzision. Auch wenn Arbaleste wahrscheinlich ein bisschen komisch aussieht an dir. Aber gut, probierst du es erstmal mit der Arbaleste. Und wir rasten. Gut, gerastet. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht haben wir unglaubliches Glück und finden hier in diesen Kellergewölben. Auf jeden Fall haben wir ein Kraut gefunden. Dann gucken wir erstmal hier durch. I'll get it open. Oh. Es hat keiner von uns. I'll get it open. Vier Mechanik. Na gut, dann versuchen wir es eben. Ja. So. Oh, und wir haben. Wir haben ihn entdeckt. No. Keep away from us. Leave us. Meerwald. Ein großer, sommersprossiger Mann mit breitem Brustkorb und dickem Bauch kauert in der hintersten Ecke des Raumes. Seine weißen Haare sind völlig wirr und strähnig. Er hält seine zitternden Hände vors Gesicht und bringt es nicht fertig, in deine Richtung zu sehen. Nein, bleib weg von uns. Geh. Maybe we should come back later. Vielleicht sollten wir später wiederkommen. Ja, Edda. Als ob er sich da beruhigt hat. Bist du Meerwald? Er schaut über seine Hand hinweg. Er schaut dich über seine Hand hinweg an und die Muskeln um seine Augen herumzucken. Dann beginnt er dich selbst scharf, sich selbst scharf zischend zuzuflüstern, als ob er mit sich selbst ein Streitgespräch führte. Und plötzlich hört er auf zu zittern und wird von augenblicklicher Ruhe ergriffen. Er neigt seinen Kopf leicht nach vorne und wie er dir direkt vor die Augen stiert, wirkt er wie ein in die Enge getriebenes Tier, das kurz vor dem Angriff steht. Seine Stimme wird ganz plötzlich rau. Meyerwald isn't here. And he isn't fooled. He has sent for no callers. Be gone, deceiving spirit. Okay. Betrügerischer Geist. Versuchen wir einfach mal das Erste. Ich bin ein Wächter. In Goldtat traf ich eine Frau, die meinte, du könntest mir helfen. Also ja, das ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir sagen, wir sind ein Wächter wie er. Vielleicht glaubt es uns hoffentlich. Wir können aber auch sagen, bitte, mit mir ist gar nichts verkehrt, ich brauche Meerwalds Hilfe. Bevor ich nicht mit Meerwald gesprochen habe, werde ich nicht gehen. Ich glaube, ihn so zu provozieren, ist keine gute Idee. Ich bin kein Geist, ähnlich irgendeinem Geist, den du schon mal gesehen hast. Du hörst am besten sofort auf, in Rätseln zu sprechen, sonst würde es dir schlimmer gehen, als wenn du einen Geist getroffen hättest. Bedrohend schlechte Idee. Versuchen wir es damit, dich mehr Wächter. But you will maintain your distance, or you'll have me to answer to. Der alte Mann dreht sich weg und er geht mit dem Gesicht zur Wand in ein weiteres gemurmeltes Streitgespräch. Als er sich dir wieder zudreht, hat er eine selbstbewusste Körperhaltung angenommen und drückt seine Brust heraus wie ein Soldat. Seine Stimme ist nun von einer neuen Stärke erfüllt. Meerwald wird mit dir sprechen, aber du musst auf dem Platz bleiben, sonst werde ich mich um dich kümmern müssen. Come to speak to Meyerwald. Meyerwald, whose touch is poison. Meyerwald, who knows not his effect. Die starke Körperhaltung
ist nun passé und die Hände, die er gerade noch kampfeslustig neben sich hielt, zittern wieder wie zuvor. Seine Stimme klingt schwach und zaghaft. Ach, mit Meerwald wirst du sprechen, mit Meerwald, dessen Berührung wie Gift ist, mit Meerwald, der nicht mehr um seine Wirkung weiß. Mir wurde gesagt, dass ich ein Wächter bin und dass du mir etwas darüber erzählen könntest. Und danach über eine Tafel von einigem Wert, wenn ihr zwei fertig seid, versteht sich. Kana, nicht gut. A window. Window to the ether, where spirits dwell. Hear and reach into it. Speak and listen through it. A watcher sees souls, reads them, knows their pasts, souls of the living, souls of the dead. An empath, and the souls see them back. Used it to help beings in both realms, did I? What the gods wanted of me, thought I. Immer noch stark abgelenkt, nickt er und späht auf die Tür hinter dich. Ein Fenster zum Äther, wo die Geister leben. Späh und greife hinein, sprich und höre hindurch. Ein Wächter sieht Seelen, er liest sie, erkennt ihre Vergangenheit, Seelen der Lebenden, Seelen der Toten, ein Empath. Er atmet schwach röchelnd, und die Seelen sehen auch sie. Habe es benutzt, um Wesen in beiden Reichen zu helfen. Oh ja, das habe ich. Das, was die Götter von mir verlangten, dachte ich. The gods put me in the world for vengeance, and I obliged. Mit einem kurzen Krampf drückte er plötzlich seine Schultern durch und seine Stimme wird stark. Die Götter haben mich für die Rache in die Welt gebracht und ich habe ihnen gehorcht. It was the gods' wishes that we protect those lands. My way was the only way to remove the foreigners. Oh oh. Er neigt seinen Kopf nach vorne und grollt dir mit rauer Stimme zu. Der Wunsch der Götter war es, dass wir dieses Land beschützen. Mein Weg war der einzig mögliche, um die Ausländer loszuwerden. Little I knew. Er sinkt wieder in sich zusammen. Und ist erst einmal mehr er selbst. Wieder bedeckt er sein Gesicht mit zitternden Händen. Oh, wie wenig wusste ich. Du scheinst deinen Verstand verloren zu haben. Auf dem Weg hierher wurde ich von Geistern belästigt. Was wollen sie von mir? No! No! Forgive me! Forgive me! Mit starrem Blick auf ein imaginäres Feuerturm taumelt Meerwald nach hinten. Nein, nein, vergebt mir. Er verdeckt seinen Mund mit der Hand und atmet stoßweise. Seine Augen sind rot und erschöpft. Gut, wir können nur sagen, du hast anscheinend deinen Verstand verloren. Lost? No. Found more of it. Too much. Too much to bear. Awakening. Verloren? Nein, ich fand noch viel mehr davon. Zu viel, um es ertragen zu können. Eine Erweckung. Als er den alten Mann ansieht, knallt all seine Augen und immer weiter zusammen. Wie kann eine einfache Erweckung dich hierzu getrieben haben? Was ist eine Erweckung? Many lifetimes we have. Souls enter womb and exit corpse. Carry with them all experiences, all knowledge, all identities. Yet, we do not remember. Hidden from us. What end? What end? Only the gods know. Certain things can stir memories from lives long buried. Awaken the old memories. The old personalities. Wir haben viele Lebzeiten. Seelen betreten den Schoß und verlassen die Leiche. Mit sich tragen sie alle Erfahrung, alles Wissen, alle Identitäten. Und trotzdem erinnern wir uns nicht, vor uns verborgen. Welches Ende, das wissen nur die Götter. Bestimmte Dinge können Erinnerungen von längst begrabenen Leben aufwühlen. Alte Erinnerungen wecken alte Persönlichkeiten. Memory, personality, identity, any might resurface. Or all. Erinnerung, Persönlichkeit, Identität. Alles davon kann wieder zum Vorschein kommen. Aber mal schaut er zu der Tür hinter dir. Oder alles zusammen. Und ich scheine gerade mit mehreren von ihnen zu sprechen, hm? Ghosts of the mind. Meowald has lost control. Meowald's body no more. Er nickt verlegen. Geister des Verstandes. Meerwald hat die Kontrolle verloren. Meerwalds Körper ist nicht mehr. Die Geister, an denen ich vorbeikam, was sind sie? Spirits and
spirits. Always whispering to Meowalt, reminding him of his mistakes. No sleep. Watchers see memories before them, form them from the essence of their own souls. Once Meowalt awakened, he could not make them leave. Gave them more form, not less. Geister und Urgeister flüstern Meerwald immer ins Ohr, erinnern ihn an seine Fehler. Geister und Ungeister. Kein Schlaf. Wächter sehen Erinnerungen vor sich, sie formen sie aus der Essenz ihrer eigenen Seelen. Nach Meerwalds Erweckung konnte er sie nicht vertreiben, gab ihnen mehr Form, nicht weniger. Vielleicht weil die Geister Erinnerungen an vorherige Leben sind? Troubled memories, angry memories, pulling Meowald back, reminding him his mistakes. Marauder and Soldier, Soldier and Marauder, how could they know? Er nickt mit erbärmlichem Gesichtsausdruck. Unschöne Erinnerungen, zornige Erinnerungen. Sie ziehen Meerwald zurück, erinnern ihn an seine Fehler. Plünderer und Soldat, Soldat und Plünderer, woher konnten sie es wissen? Wie kann man die Geister von einer Erinnerung unterscheiden? Fragmented are memories. Stuck in time. Mindless, cruel, never far. Zerstückelt sie die Erinnerungen, gefangen in der Zeit ohne Verstand, grausam niemals fern. Warum belastet dich dieses vergangene Leben immer noch? My fault. All my fault. Soldier and Marauder. Soldier and Marauder and Meowalt. No forgiveness for what's past. No undoing what's done. No sleep. No sleep for the Watcher. Meine Schuld, alles meine Fehler, Soldat und Plünderer und Meerwald. Keine Vergebung für das Vergangene, kein Löschen der eigenen Taten. Er sieht dich mit verlorenen und hängenden Augenlidern an. Kein Schlaf für den Wächter. War there was all around. War of stone, war of tree. Es gab Krieg überall, Krieg der Steine, Krieg der Bäume, Krieg des Baums. Ach natürlich. Der Krieg des zerbrochenen Steins und der Krieg der schwarzen Bäume. Okay, vor dem haben wir schon mal, das ist der zweite Krieg gewesen, wo sie die Bäume angezündet haben. Das war in der Frühzeit der Ederianischen Kolonisierung. Kämpfe zwischen den dürwelischen Kolonisten und den eingeborenen Glanfatanern. Glanfatanern. Ah, das war vor langer Zeit. Death we brought to the settler men. We the Nine Claws. Claws of Nine. Worse, what we did to the women. Okay, ich glaube. Ich glaube, die ganzen Geister, denen ich jetzt auf dem Weg begegnet bin, die sprechen nicht gerade durch ihn zu mir. Tod haben wir den Siedlermännern gebracht. Wir die neuen Klauen. Die Klauen von Neun. Schlimmer war, was wir den Frauen antaten. Aus Liebe zu den Göttern. Den Göttern zuliebe für ihre Liebe. Ich bin einem deiner Erinnerungsgeister begegnet. Es wurde von einem Dorf davon gesprochen, ein Dorf zu plündern. Meerwalds Stimme wird rau und erscheint an einem anderen Ort in Zeit und Raum zu sein, wo er mit einer unsichtbaren Person spricht. Hold her down. Head her. Give this hat your bitch an air that belongs an air Gladfath. Oh, heftig. Halt sie fest, Hedwir. Besorgt dieser Edir einen Erben, der nach Erglanfahrt gehört. Wir haben Meerwald aber selbst, Katz buckelt sich zusammen und beobachtet etwas, das er nicht ertragen kann. Mit ständigem Kopfschütteln, er wehklagt. Seine Seele ist von der Flamme gezeichnet und diese Brandmale werden nie heilen. Seine Prüfung hat ihn gebrochen, aber lieber das, als in Schwäche zu leben. Fahre fort, nimm dir Zeit, es ist jetzt vorbei, das war vor langer Zeit. Fahre fort, wenn du dazu bereit bist. Rede weiter, ich habe Freude daran. Nein. Du warst ein Monster, du hast es verdient, selbst für ein vergangenes Leben? Auch nicht so wirklich.
Im Krieg geschehen schreckliche Dinge. Mit deinen Taten zu leben ist allein schon Strafe genug, wohl eher. Das ist genug, mehr will ich nicht wissen. Nimm dir Zeit, es ist jetzt vorbei, das war vor langer Zeit. Fahr fort, wenn du bereit bist. The boy. The boy. The baby boy. The boy. Conceived in the raid. Conceived by force. Vessel for Marauder. Slain in the raid. Marauder and the boy. Marauder and soldier. Seine Stimme verringert sich zu einem brüchigen Flüstern. Der Knabe, der Babyknabe, der Knabe. Empfangen im Angriff, empfangen durch Zwang. Gefäß für Plünderer, erschlagen im Angriff. Plünderer und Knabe, Plünderer und Soldat.